Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Normaldrucktechnik und Überdrucktechnik? Das schauen wir uns in diesem Video an. Also bleibt dran und viel Spaß. Der Unterschied zwischen der Normaldruck-Atemschutztechnik und der Überdrucktechnik liegt nur im Lungenautomat und in der Atemschutzmaske. Beim Lungenautomat ist es so, dass wir einmal die Unterschiede vom Optischen haben. Bei Normaldruck ist es meist blau gekennzeichnet, aber auch nicht immer. Und bei Überdruck meistens rot. Ansonsten sehen wir noch, dass der Anschluss anders ist. Bei der Normaldrucktechnik haben wir ein RD40 Rundgewinde. Und bei der Überdrucktechnik gibt es unterschiedliche. Da gibt es einmal hier den ESA, den Einheitssteckanschluss. Dann gibt es noch ein metrisches Gewinde. Das ist auch zum Schrauben M45x3 und einen herstellerspezifischen Steckanschluss. Ansonsten gibt es im Inneren des Lungenautomaten noch Unterschiede. Und zwar schauen wir uns hier einmal die Normaldrucktechnik an. Dann machen wir auf. Dann sehen wir hier die Lungenautomatenmembran. Wenn wir diese rausnehmen, dann sieht man hier das Steuerventil. Das heißt, wenn wir einatmen, entsteht ein Unterdruck. Dieser zieht die Membran hin zur Maske und betätigt das Steuerventil und es kommt Luft in die Maske, die wir einatmen. Wenn wir dann nicht mehr atmen, geht die Membran wieder hoch, das Steuerventil wird entlastet und es strömt keine Luft mehr rein. Bei dem Überdrucklungenautomat ist es so, wenn wir diesen öffnen, dann sehen wir, dass die Membran, die wir eben im Normaldrucklungenautomat auch gesehen haben, hier federbelastet ist. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Wenn wir die Membran aktivieren durch Einatmen, dann zieht die sich auch ran, aktiviert hier im Inneren wieder das Steuerventil, den Dosierhebel, und drückt diesen runter. Der würde, wie beim Normaldruck, auch wieder nach oben gehen und keine weitere Luft abgeben, wenn wir dann nicht mehr einatmen. Aber wir wollen ja, dass dieser unten bleibt und die ganze Zeit Luft abgibt. Dafür haben wir diese Federbelastung. Denn die Feder drückt die Membran hier runter, wenn wir sie aktiviert haben. Und dadurch ist die ganze Zeit ein Luftstrom und dieser hört erst auf, wenn in der Maske ein gewisser Druck erreicht ist und die Membran wieder zurückdrückt. Das heißt, der Druck in der Maske ist höher als der Federdruck. Dann hört es auf, dass der Lungenautomat weiter Luft in die Maske strömt. Und er fängt wieder an, wenn wir wieder einatmen, der Druck in der Maske fällt und der Federdruck der Maske ist höher und drückt die Membran wieder runter. Somit ist gewährleistet, dass wir in der Maske die ganze Zeit einen leichten Überdruck haben. Und der Vorteil zum Normaldruck ist einmal, dass wenn die Maske mal eine Leckage hat, irgendwo an der Dichtlinie zum Beispiel, dann strömt die Luft an dieser Stelle raus, da wir einen höheren Druck in der Maske haben als in der Umgebungsluft. Und dadurch kann natürlich keine toxische Atmosphäre in die Maske kommen und wir werden besser geschützt. Bei Normaldruck, wenn wir dort eine Leckage haben, da haben wir keinen Überdruck drin, dann können die toxischen Gase dort rein. In der Praxis sieht das folgendermaßen aus beim Normaldruck. Wenn wir dort einatmen, dann strömt Luft ein und wenn wir nicht mehr atmen, nicht mehr. So, und die Luft strömt auch nicht mehr nach. Beim Überdruck sieht das folgendermaßen aus. Wir können den Lungenautomat einmal aktivieren, indem wir hier den Spülknopf drücken oder indem wir einfach einatmen. Da merkt man, dass das Atmen viel leichter fällt, weil der Lungenautomat halt die ganze Zeit nachdrückt. Wenn wir ihn nicht mehr benutzen, dann die Reset-Taste drücken. Und ich zeige euch jetzt nochmal, wie das aussieht, wenn wir eine Leckage haben. Ich atme jetzt zwar nicht und demonstriere nur, wenn wir hier zum Beispiel eine Leckage haben. Dann hat man gehört, wenn hier eine Leckage ist, dann fällt der Druck in der Maske
Der Federdruck hier ist wieder stärker und drückt die Membran wieder runter und Luft strömt nach. Somit sind wir vor toxischer Atmosphäre dann geschützt. So ist der Lungenautomat jetzt deaktiviert. Das heißt, der Reset-Knopf ist gedrückt, die Feder ist hier zusammengedrückt und wir aktivieren ihn jetzt einmal. So, jetzt haben wir ihn aktiviert und jetzt sieht man gleich, wenn der Druck jetzt in der Maske nachlässt, dann geht die Feder runter und drückt Luft nach. Und wenn ich die Hand wieder drauf mache, das heißt, der Druck in der Maske steigt wieder und ist höher als der Druck von der Feder, dann schließt das Dosierventil wieder, weil die Membran wieder hochgeht und nicht aufs Dosierventil draufdrückt. Das war der Unterschied bei den Lungenautomaten. Nochmal zur Wiederholung. Beim Normaldruck wird die Membran nur aktiviert, wenn wir einatmen. Das heißt, die Membran zieht sich ran, aktiviert das Dosierventil, Luft strömt in die Maske. Wenn wir nicht mehr atmen, geht die Membran wieder zurück und gibt keine Luft mehr ab. Bei der Überdrucktechnik ist die Membran federbelastet. Wenn wir einatmen, drückt diese Feder auf die Membran, aktiviert die ganze Zeit das Dosierventil, bis der Druck in der Maske höher ist als der Federdruck und erst dann geht die Membran wieder zurück und es wird keine Luft mehr abgegeben. Wenn der Druck abfällt in der Maske, ist der Federdruck wieder stärker und Luft strömt nach. Einen weiteren Unterschied finden wir in der Maske. Und zwar schauen wir uns erstmal die Normaldruckmaske an. Da sehen wir einmal wieder das Anschlussstück, hier RD40 Rundgewinde und das Ausatemventil. Hier ist es einfach nur eine Ausatemventilscheibe. Diese öffnet, wenn der Atemschutzgeräteträger ausatmet. Bei der Überdruckmaske haben wir hier den Einheitssteckanschluss und hier jetzt den weiteren Unterschied. Dort ist auch diese Ausatemventilscheibe hier in Blau. Diese ist aber nicht flexibel, die ist starr. Und man sieht, hier befindet sich auch eine Feder. Das heißt, die Feder drückt auf das Ausatemventil. Warum ist diese Feder da? Wir müssen uns vorstellen, wenn wir den Lungenautomat angeschlossen haben über Druck, dann drückt er ja die ganze Zeit rein, bis hier ein gewisser Überdruck drin ist. Wenn das jetzt nicht federbelastet wäre, dann würde das Ventil natürlich die ganze Zeit öffnen, weil wir ja immer einen leichten Überdruck haben. Und dieser würde ausreichen, um das normale Ausatemventil von der Normaldruckmaske hier zu öffnen. Deshalb ist dieser Widerstand hier und der muss erst überbrückt werden. Das heißt, der öffnet erst, wenn wir ausatmen und diesen Federdruck hier überwinden. Das ist der Unterschied bei den Masken. Das Anschlussstück und das Ausatemventil. Da hat man gesehen, es öffnet erst, wenn man den Druck noch weiter erhöht hat in der Maske und den Federdruck hier überwunden hat. Das war's zum Unterschied zwischen Normaldruck und Überdrucktechnik. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt diese gerne in die Kommentare. Schaut auch gerne bei Instagram auf Ritterpedia vorbei. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn es euch gefallen hat. Dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Haut rein und bleibt gesund.